Hallo und willkommen zum nächsten Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Dieses Mal geht es um Referenzmaterial und wie man es ordentlich in Blender reinbekommt oder in ein extra Programm. Am wichtigsten ist jetzt, dass wir erstmal einen Eindruck bekommen, was möchten wir für ein Modell bauen. In dem Falle habe ich mich für einen Roboter entschieden, weil der aus später erklärten Gründen sehr anfängerfreundlich ist, besonders was die Animation angeht und was das Körpermodeling angeht. Mit einer Technik, die ich euch im nächsten Tutorial zeige, kriegen wir eine wirklich schöne Form hin, wie der Roboter später eben aussehen soll. Und wir uns dann auch in der Animation nicht allzu viel Probleme, besonders an die Einsteiger, stellen sollte. Jetzt haben wir Folgendes. Ich möchte ein Programm erwähnen, das ist PureRef. Das ist ein sehr einfaches, aber sehr mächtiges Tool. Es ist kostenlos, wenn man möchte, kann aber auch Geld dafür zahlen. Beim Herunterladen gibt man einfach den Wert an, wie viel Euro man ausgeben möchte. Das war schon das ganze Interface. Dieses Tool kann man sich eigentlich wie eine Tafel vorstellen. Man kann rein und rauszoomen und man kann es mit Rechtsklick verschieben. Und mit einem normalen Rechtsklick kann man hier zum Beispiel speichern, laden und hat das restliche Menü hier. Wichtig dabei ist, dass dieses Programm nur 10 MB groß ist. Es ist wirklich ganz schlank und ist auf einer Seite erhältlich, die ich unten in diese Videobeschreibung reinkopiere. Der große Vorteil von PureRef ist, dass es sehr unkompliziert ist, wenn wir zum Beispiel auch von einer Internetseite Bilder holen möchten. Ja, im Falle zum Beispiel von der Blender-Website. Das ist diese hier. Und da könnte ich dann einfach Bilder nehmen und hier reinziehen. Das ist sehr simpel gemacht und lässt sich auch noch ein bisschen anpassen hier, dass die alle schön beieinander sind. Es gibt noch ein paar Möglichkeiten, diese Bilder aneinander anzureihen. Das ist alles jetzt ein bisschen mehr, als ich im Tutorial zeigen möchte. Wichtig ist, ihr könnt hier ganz schön eure Referenzen zusammensuchen, damit ihr immer so ein kleines Notizbuch habt auf der Seite, wenn ihr modelliert und sagt, okay, wie haben die eigentlich das hier gemacht? Wie sieht das Teil eigentlich genau aus? Wie könnten die vielleicht dieses Mesh gebaut haben? Solche Sachen könnt ihr dann immer habt ihr dann immer parat. Finde ich ein sehr, sehr praktisches Tool, schlank und sinnvoll. Ihr wollt aber vielleicht auch in Blender ein paar Bilder reinziehen. Es gibt Referenzbilder, gerade für Anatomie und sowas. Die sind recht gut geeignet, wenn man einen Charakter modellieren will und mit den Proportionen einfach frei Auge, das klappt einfach meistens nicht so gut. Von daher sind solche Bilder eigentlich ganz praktisch. Ich habe euch eins auf dem Google Drive von Manasoup habe ich euch eins bereitgestellt, den Download-Link, der ist ebenfalls in der Beschreibung vom Video. Und das ziehe ich mir jetzt mal rein, damit ihr wisst, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir möchten jetzt unsere Referenzbilder in Blender importieren. Das funktioniert einfach per Drag and Drop. Wir nehmen unsere Ordner, wo unser Bild sich befindet, das wir vielleicht runtergeladen haben oder ein eigenes. Und ziehen es einfach hinein. Ich bin jetzt auf der Draufsicht, was bedeutet, wenn wir uns hier umschauen, dann schauen wir von oben auf dieses Bild herab. Es ist, wenn wir es importiert haben, einfach nur eine Plane und wir können es bereits ein wenig ausrichten. Das bedeutet, wir legen es so, dass unser Mittelpunkt direkt die Nasenspitze ergibt. Damit das funktioniert, sollte ich die Opacity etwas runtersetzen, hier bei Transparency. Dann die Opacity etwas runter, damit ich unser Fadenkreuz hier sehe. Ich nehme jetzt die Nasenspitze so, dass es perfekt zusammenpasst. Einmal hier die X-Achse, damit schließt es ab und dann sollte die Mitte der Nase ebenfalls ungefähr so angelenkt sein. Ich versuche das noch ein bisschen zu optimieren. So, ich glaube, so passt es. Wir lassen dieses Bild jetzt erstmal so. Später schauen wir, dass es dass es durchsichtig wird und wir zum Beispiel von einer anderen Perspektive das Bild nicht mehr sehen. Dazu kommen wir gleich. Wir importieren jetzt noch die restlichen Varianten. Wir können es zum Beispiel hier auch einfach aufstellen, indem wir Shift-D machen, dann R und dann in der X-Achse um 90 Grad drehen, in die Frontansicht gehen und es direkt nach oben ziehen und zwar mit GZ. Und zwar bis der grüne Strich aus dem Bild auf unserem roten ist, damit wir auch die richtige Höhenangabe haben.
Das Bild ist durchgenormt, hat also immer den gleichen Scale, wenn wir es importieren, und somit können wir ein optimales Modellierungsergebnis erzielen. Bei der Rückseite, falls eine Rückseite gewünscht ist, im Grunde ergibt sie nur manchmal Sinn, machen wir das genau gleich. Wir setzen auch wieder eine Kopie davon an. Eine Kopie, RZ 180, gehen in die rückwärtige Ansicht mit Steuerung 1 am Numpad. Und hier haben wir schon das erste Problem, die Bilder überlagern sich. Dafür ist es wichtig, dass wir sagen, dass die Rückseite eines Bildes nicht mehr sichtbar ist. Dafür müssen wir jetzt unser Bild, was wir als zweites reingelegt haben, die Rückseite ausschalten. Das heißt, in dem Falle bei Side geben wir die Front an, dass nur die Front sichtbar ist, und bei unserem zweiten ebenfalls. Also nur die Vorderseite des Bildes soll sichtbar sein. In dem Falle ist es also die Vorderansicht mit unserer V, die zu uns schaut. Und wenn wir in die rückwärtige Ansicht gehen, wird nur noch ein Bild angezeigt, und das ist das, welches wir jetzt so hinschieben, dass die Rückseite sichtbar ist. Und zwar mit GX setzen wir es jetzt perfekt in die Mitte. Und haben jetzt eine Frau, die sich perfekt dreht. Also in dem Falle betrachten wir jetzt diesen Teil und er ist optimal hintereinander gelegt. Was uns noch fehlt, ist die Seitenansicht. In der Seitenansicht machen wir genau das Gleiche. Wir kopieren wieder eins unserer Bilder mit Shift-D, RZ 90. In dem Falle haben wir jetzt in der Seitenansicht die falsche Wahl gewählt. Wir haben nämlich die Rückseite sichtbar. Von daher können wir entweder hier auf Back schalten oder es noch einmal um 180 Grad drehen. Und wir ziehen das jetzt einfach mit G und der Y-Achse genauso an die Seite, dass auf unserer Z-Achse wieder die Nasenspitze liegt. In dem Falle direkt hier. Nun sollte unsere Frau passen. Oh, wir haben einen Fehler gemacht hier noch. Die Seitenansicht ist zwar in Ordnung. Es geht, also ein Fehler würde ich es nicht nennen, aber wir können das noch ein Stück weit optimieren. Wir können nämlich dieses Bild hier noch komplett auf die Y-Achse drauflegen. Dazu können wir zum Beispiel die Lokation nehmen, also das Item. Nehmen wir hier die Location bei der Y-Achse. Oder beziehungsweise es ist ja die X-Achse, auf der er sich bewegt, auf 0 stellen. Und jetzt haben wir eine Frau in jeglicher Ansicht. Hier können wir auch wieder auf beides schalten, also Side Both, dass dieses Bild von beiden Seiten sichtbar ist. Hier ist von beiden Seiten jetzt bedruckt. Und wir haben nun hier in der Mitte eine Frau, die von allen Seiten sichtbar ist. Da uns das Ganze aber beim Modellieren ein bisschen stört, können wir noch die perspektivische Ansicht entfernen. Das heißt, in jedem dieser Bilder können wir einfach Perspektive entfernen. Das heißt, in der perspektivischen Ansicht wird unser Bild nicht mehr sichtbar sein und das stört uns nicht. Und wenn wir nun mit dem Numpad in die Frontansicht oder in die Seitenansicht, in die rückwärtige Ansicht oder in die Top-Down-View gehen, ist unser Bild angezeigt. Sobald wir uns wieder bewegen, ist es entfernt. Somit können wir nun einfach modellieren, indem wir zum Beispiel einen Cube anlegen und beginnen, ihn mit ganz normaler Box-Modeling-Technik anzusetzen. In dem Falle könnte man also in beiden Ansichten ordentlich arbeiten. Wir ziehen es so ein bisschen zusammen, so in der Art, und anfangen, diesen Körper nachzubauen. Wie wir das Ganze jetzt für unseren Körper machen in einer anderen Methode, die mir ebenfalls sehr gut gefällt, und zwar mit dem Subsurface Modifier. Das kommt im nächsten Video, wenn wir uns darauf vorbereiten, unseren Roboter zu bauen. Viel Spaß beim nächsten Tutorial!